Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einem Herrschafts-Gameplay auf der Map Skydog. Infinite Warfare, liebe Freunde. Und bevor ihr mich jetzt mit Fackeln und Spießgabeln irgendwie aus der Stadt heraustreibt von YouTube verbannt, entspannt euch. Dieses Gameplay ist richtig sehenswert. Es stammt von Totan Cape. Also ihr habt hier wirklich ein Premium-Gameplay. Der Kollege hat auch den Gummibärensaft eingepackt, hüpft hier rum wie ein fröhlicher Gummibär. Hat in seinen Koffer übrigens die K-Bar mit LV-Visier, den Griff, den Schnellziehen-Griff und den Schafft eingepackt. Abschussserien, ihr seht es, Drohne, Konterdrohne und der Warden. Und dieses Gameplay ist wirklich richtig lecker. Er schafft zwar nicht die 100 Kills, aber dafür eine leckere Juggernaut-Medaille, also sprich die Nuklear-Medaille, kann man sich auf jeden Fall mal ins Äuglein drücken. So, Freunde, ich möchte mit euch heute um ein Thema reden. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Muss ich meinen silbernen Play-Button, den ich zu 100.000 Abonnenten bekommen habe, muss ich ihn bald abgeben? Ist es bald soweit? Was ist da los? Und ich habe natürlich ein bisschen überdramatisiert mit dem Titel. Das ist Clickbait im Jahre 2017, liebe Freunde. Wem das richtig gefällt, der kann mal hier ein fettes Like reindrücken. Auf jeden Fall, es ist ja kein Geheimnis, dass ich momentan negative Abonnenten im Durchschnitt mache. Ich mache momentan so 2000 Minus-Abonnenten und ich kann das Ganze eigentlich nur so ein bisschen mit Humor nehmen, weil wenn ich mir wirklich so richtig hart Gedanken drüber mache, ist es eigentlich schon ein bisschen viel zu traurig. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, momentan werde ich von vielen YouTubern so ein bisschen belächelt, guck mal, da klickt los, hier, der macht keine Abos, der ist tot, der ist ausgestorben, bla 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 bla. So, aber irgendwann werden die Kollegen, die momentan so ein bisschen lachen, irgendwann werden die auch an dieser Position sein. Und dann ist es natürlich auch ein leichtes, denen genau so auf die Nase zu drücken. So, und jetzt gehen wir einfach nur mal rein sachlich an diese Sache heran. Denn das habe ich mal wirklich versucht. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt in diesen 6,5 Jahren, habe ich es geschafft, dass... Damals waren es 780.000 Abonnenten, mittlerweile 777.000 Abonnenten. Das, wenn ihr dieses Video seht, vielleicht nur noch 500.000 Abonnenten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dass auf jeden Fall so viele Menschen gesagt haben, ey, diese dicke Type da, diesen Typ, der mir gerade da was ins Öhrchen säuselt, den finde ich sympathisch. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, mir von dem nochmal ein Video anzuschauen. Die sind also hingegangen und haben ihren dicken, schwitzigen Finger oder ihren schlanken, grätigen Finger genommen, haben ihn auf die Maustaste gelegt und haben auf Abonnieren geklickt. So, weil sie gesagt haben, hey, von mir können sie sich irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr vorstellen anzuschauen. So, das ist ja der Grund, warum man jemanden abonniert. Oder vielleicht auch in der heutigen Zeit wirst du ja auch abonniert, um einfach Leute zu disliken. Kann ja auch sein. So. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich es geschafft, über 700.000 Leute dazu zu bringen, meinen Kanal zu abonnieren. Wieso, weshalb, warum, auch immer. Und ich kann mir, und da muss ich jetzt mal wirklich euch fragen, glaubt ihr das auch? Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass 700.000 Leute mein Video in ihrer Subbox, in ihrer Abo-Box, in ihrem Bereich, wo, was weiß ich, Videos vorgeschlagen werden, wo Videos gezeigt werden, angezeigt bekommen. Und das ist für mich etwas, das harmoniert für mich nicht. Das passt für mich nicht zusammen. Warum gibt es diese Abonnierfunktion dann überhaupt? Und ich weiß, Monte regt sich, was weiß ich, über die Trends auf. Ich reg mich jetzt darüber auf, weil mich das aktuell betrifft. Monte betrifft die Trends, mich betrifft das. Und ich stelle mir wirklich die Frage so, ey, was soll ich tun? Was soll ich machen, um das Ganze irgendwie in einer gewissen Art und Weise zu beheben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es da so ein bisschen vielleicht auch enttäuschend, dass man da von YouTube oder auch von einem Netzwerk, TubeOne, mal so gar kein Feedback bekommt. Das wird einfach so laufen gelassen, das ist einfach Wumpe. Da heißt es dann mal, ja, wir können mal deinen Kanal aktualisieren, aber sorry. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, stellt euch das mal vor, wie wäre das für euch, wenn ihr diese Zahlen erreicht habt? Und nur 1%, noch nicht mal 1% teilweise, klickt auf das Video drauf. Ich kann mir definitiv, kann ich mir einige Sachen erklären. Tauchvideos interessieren viele Leute nicht, wobei die noch am besten geklickt werden. Keine Ahnung, ob da irgendein Abonnent für mich Klicks gekauft hat oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wirklich, wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall wirklich krass. So, und ich möchte es gerne teilweise verstehen. Teilweise weiß ich nicht, ob ich resignieren soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall, dafür ist mal dieses Video, um auch mal so eure Meinung einzufangen. Ich habe heute Morgen mit einem Abonnenten geschrieben auf Facebook, der mir halt gesagt hat, so, ey, heute gibt es mal ein Tauchvideo statt COD, das findet er cool, dass ich mich halt dafür entschieden habe und dass ich so mein Ding mache und so ein bisschen auf dieses, ey, ich mache ein Video über Leon Mascher, ich mache ein Video über ApoRed und ich springe hier auf den Zug mit auf und mache damit noch irgendwie mit, dass ich da irgendwie nicht mitmache, dass ich so ein bisschen mein Gesicht bewahre, dass ich nicht mit Clickbait um mich werfe von allem Möglichen, was ja heutzutage auch, ich meine, es wird sich über Clickbait beschwert, aber wir haben damals genauso ein Clickbait betrieben wie jeder andere auch. Das ist vollkommen natürlich und das ist auch vollkommen normal, dass jeder versucht irgendwie sein Video, sein Stil irgendwie so schön wie möglich darzustellen. Das ist vollkommen normal und dann wird über irgendwelche Sachen werden gehatet, über irgendwelche YouTuber wird hergezogen, weil sie ihren Duschschaum und was weiß ich nicht alles verkaufen. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn die Leute die Möglichkeit hätten, sowas zu entwickeln wie diese YouTuber, die würden es genauso machen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Die würden auch ihren Duschschaum verkaufen oder ihre Controller vermarkten oder ihren Merch verkaufen, wie dem auch sei. Das ist einfach vollkommen normal. Es ist halt die Sache, wie man dazu steht und dass die Leute so gehatet werden, das gehört halt leider heute zu unserer Zeit hinzu, zu unserer Welt hinzu im Internet. Da ist halt, das Große ist für mich Neid. So, auf jeden Fall, wir kommen zurück zu dem Kollegen, der geschrieben hat. Der sagt so, ey, so GeoGuessr oder Black Stories schaue ich mir gerne an. Aber es fehlen mir halt so ein paar Möglichkeiten. Er kann mit Streaming nicht sehr anfinden. Und er findet es teilweise nicht so schön, dass ich im Stream Videos aufnehme und die halt unbearbeitet auf YouTube hochlade. So, das kann ich auch verstehen, dass das einige Leute nicht cool finden, dass da einige Leute rummeckern etc. Man muss sich aber auch mal die andere Seite anschauen und die möchte ich euch heute auch nochmal zeigen. Und zwar, ich gehe hin und streame 8, 10, 11, 12 Stunden. Warum mache ich das überhaupt so lange? Ganz einfach, weil es den, ich nenne es mal, weil es die Nachfrage gibt. Die Leute sagen, hey, ich habe Bock, mir den Krieger so lange anzuschauen, beziehungsweise wenn derjenige nicht so lange Bock hat, dann kommt der Nächste. Und sagt, oh, ich hatte aber jetzt was weiß ich, keine Ahnung, ich hatte Fußballtraining und ich hatte lange Schule und ich hatte das, ich hatte jenes und ich möchte jedem irgendwie die Möglichkeit geben, irgendwie mit dabei zu sein. Es gibt auch Leute, die definitiv gerne dann, was weiß ich, mehrere Stunden bei mir verbringen und ich finde das auch schön. Das ist für mich wesentlich angenehmer, als irgendwie ein, zwei Stunden Halligalli zu machen. Ja, oh, jetzt hier links, oh. Dieses ganze Gequietsche, dieses ganze Kindergekreische brauche ich nicht. Das ist irgendwie nicht meins, damit kann ich mich nicht identifizieren und habe mich halt dafür entschieden. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Zeit auf der anderen Seite fehlt. Und zwar gewaltig fehlt. Ich meine, ich hatte gestern einen kompletten, oder beziehungsweise vorgestern, einen kompletten ruhigen Tag, wo ich gesagt habe, ich streame heute mal nicht. Ich kümmere mich mal darum, ein neues Tauchvideo zu machen, beziehungsweise ein neues Format zum Tauchbereich. Und ihr habt das vielleicht gesehen, dass ich das Unterwasserkamera-Video erstellt habe. Wenn euch das Thema Tauchen und Unterwasserkameras nicht interessiert, würde ich euch aber trotzdem mal bitten, euch dieses Video mal anzuschauen. Denn dann seht ihr, was ich mache, wenn ich die Zeit habe. Und das ist halt eine Menge Arbeit. Man setzt sich nicht nur einfach dahin, knitsch, los geht's und innerhalb von einer Stunde ist es fertig. Nein, man muss erstmal ein bisschen aufräumen, man muss erstmal gucken, dass das vernünftig ist. Dann wird das Licht eingerichtet, die Kameras eingerichtet, dann werden die Grafiken rausgesucht, Grafiken erstellt, Details, Infos werden rausgesucht, dann wird das Video aufgenommen. Da verspreche ich mich noch ungefähr 17.000 Mal, mache das Ganze dann wieder neu. Dann kommt der Schnitt etc., dann hochladen, Thumbnail bearbeiten und. Also sprich die normale Arbeit eines YouTubers, über die ich auch gar nicht irgendwie großartig meckern möchte. So, und wenn ich jetzt streame, dann fehlt einfach diese Zeit, weil ich kann mich irgendwie nicht multiplizieren, kann das nicht irgendwie wie doppelt aufnehmen und es fehlt diese Zeit definitiv zum Bearbeiten. Hinzu kommt, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich ein FIFA-Video, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein FIFA-Video jetzt so als Highlight-Video zu bearbeiten, ist nicht meins. Habe ich keinen Bock drauf. Genauso hier dieses Commentary. Was soll ich jetzt irgendwie das Ganze bearbeiten? Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die dann halt da hier einen Schnitt machen, da einen Schnitt machen. Aber warum machen die Leute das? Das hat noch einen anderen Grund, weil sie es einfach nicht schaffen, mal 5 Minuten durchzulabern. Hinzu kommt, dass es, ja, so ein bisschen, mir fällt es zum Beispiel persönlich auf, wenn ich mir so ein paar YouTuber anschaue, es fällt mir wirklich schwer, mehr als 2 oder 3 von diesen, ich nenne es mal Highlight-Videos, wo immer das Ganze toll eingesprochen ist.
Jetzt kommt ein Schnitt, damit man wieder die Tonlage schön halten kann. Und dann kommt wieder ein Schnitt, damit man wieder so reden kann. Das ist dieses Highlighten und dieses Tollfeiern. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Aber auch wenn ich damit nichts anfangen kann, ist das für mich nicht der Grund, dass so dieser alleine schon die Zuschauer, dass diese Zuschauer auf meinem Kanal ausbleiben. So, natürlich kann ich mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, und dafür mache ich YouTube schon ein paar Jahre, dass ich auf jeden Fall in jedem Bereich irgendwas habe, was den einen oder anderen interessieren könnte. So, und ich bin jetzt mal wirklich auf eure Meinungen gespannt. Das Gameplay ist zu Ende. Todan 98 zu 13. Und ich bin wirklich sehr auf eure Meinungen gespannt. Ich bin raus. Gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Und schaut ihr mal bitte nach, ob eure Videos, oder beziehungsweise ob meine Videos in eurer Subbox sind, ob ihr das Glöckchen aktiviert habt. Und ich bin jetzt raus. Tschüss, euer Commander.